glaube, wir haben noch nie so hohe Anmeldezahlen gehabt. Und das im dritten Jahr. Eine hohe Akzeptanz früh im Jahr fürs Medium. Radio ist ja eigentlich ein Medium, was man kaum noch verbessern kann. Wir haben die Reichweite, wir haben die exklusiven Touchpoints, also die Nutzungssituation, und wir haben die Aktivierungskraft. Guck mal, sie nicken. Dritte Reihe nickt schon. Radio hat sich in allen Transformationen der Mediennutzung in den letzten Jahren eigentlich immer sehr gut behaupten können. So, seid ihr alle soweit zufrieden mit dem heutigen Tag, dass wir anfangen können mit dem ersten Teil der Vorträge? Ja, also ich sage mal, die Produkte, die ich so kaufe, wie Gülle-Rundbehälter, Ferkelkrastierhilfen und so, die werden ja auch kaum beworben im Radio. Ne? Also ich war überrascht, dass Leute wirklich so offen und interessiert an der Zukunft sind. Und auch Medien selber, also Radiosender, öffentlich und privat, offen darüber reden, ob das vielleicht doch ein Tesla-Moment für sie ist. Also ich bin überrascht und es ist eine gute Sache. It's not enough to do good. Anybody can do good. You gotta make it fun too for yourself and for everybody around you. Stimmung hier, erstmal so rein von der Location, von der Anzahl der Menschen. Es ist ja wirklich extrem gut besucht. Ich habe das Gefühl, auch sehr heterogene Gäste und auch Referenten, und das macht eine gute Stimmung, macht auch guten Spaß, ja.